werde also heute meine Winter-Room-Tour sehen. Na gut, dann kommen wir rein. Mittwoch. Ja, es ist tatsächlich heute Mittwoch. Ich drehe das Video jetzt noch ganz schnell, bevor das Video online geht. Aber jetzt ganz kurz zum Video. Ich will mich nämlich heute so kurz wie möglich halten. Ich will es endlich mal schaffen. Also, heute wird es eine winterliche Roomtour von mir geben. Und natürlich, wie in jedem Lauren Coco Christmas Video, auch wieder eine Verlosung. Yay! Und zwar hat in diesem Video einer von euch die Möglichkeit, gleich 3 Kerzen von Juwelkerze zu gewinnen. Alles weitere gibt es dazu am Ende des Videos und auch in der Infobox. Aber jetzt geht's los mit der Roomtour. So, dann fangen wir mal hier beim Bett an. Und zwar habe ich erstmal dieses Metallbett hier, das habe ich von eBay. Da habe ich einfach Metallbett weiß angegeben und dann kam das. Es ist auch gar nicht so teuer gewesen. Ist, finde ich, eine ganz schöne Alternative zu dem typischen Ikea-Bett, was ja so gut wie jeder hat. Also auf jeden Fall habe ich hier drauf erstmal meine Tagesdecke. Die habe ich von Primark. Und dann habe ich hier so ein Fell draufgelegt von Ikea. Und hier ist dann mein Laptop mit diesem Laptop-Untersetzer-Tisch. Das habe ich ja auch von Ikea. Und hier sind dann meine ganzen Kissen. Ich bin so ein kleiner Kissenfreak. Ich tausche die immer für jede Jahreszeit aus. Die meisten sind eigentlich von Primark und von H&M. Also das ist von H&M, das ist von H&M, das ist von H&M. Und die oberen 4 sind alle von Primark. Ich finde das ganz schön, weil das so ganz gut zur Tagesdecke passt. Hier von dem lila Ton her. Und ja, das ist natürlich so ein typisches Weihnachtskissen mit dem Glitzer. Konnte ich nicht widerstehen. Ja, und das war es auch schon mit meinem Bett. Und hier oben habe ich dann so ein Regal, auch von Ikea. Und da habe ich einfach so eine, meine kleine DVD-Sammlung draufstehen. Und eine Kerze und eine Plastikblume. Eine schöne Orchidee aus Plastik, ja. Weil die meisten Orchideen gehen bei mir immer ein. Ist das bei euch auch so? Ich finde, Orchideen gehen einfach immer ein. Falls ja, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ach ja, und nochmal ganz kurz hier zu diesem Blumentopf. Den Blumentopf, den habe ich auch von Ikea. Die gibt es ja in Weiß, Türkis und Rosa, glaube ich. Und ich hatte den ja ursprünglich in Türkis, also sozusagen in so einem Mintton. Und dann habe ich den einfach mit silbernem Spray, also so Silberspray, angesprüht. So, und hier haben wir dann meinen Nachttisch. Den habe ich auch von Ikea, der ist auch schon ganz schön alt. Hier mit der Schublade habe ich einfach so ein paar Kleinkrams drin, wie Tabletten und Tempotaschentücher und so. Und hier oben drauf steht dann eine Nachttischlampe, nach der haben mich schon viele von euch gefragt. Die habe ich nämlich selbst gemacht. Ja, die gibt es so nicht zu kaufen. Ich habe dafür einfach Plastikblumen gekauft in so einem Billigladen und habe die einfach abgeschnitten an den Stielen und einfach mit der Heißklebepistole da drauf geklebt. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Also eigentlich ist es echt total einfach. Und ich finde, das macht richtig was her. Also sieht sehr cool aus, finde ich. Auf dem Nachttisch habe ich dann hier auch noch so ein Schild. Das habe ich ja auch mal selbst gemacht in so einem Do-It-Yourself-Video. Kann ich euch auch nochmal unten in die Infobox rein verlinken. Und hier könnt ihr schon mal sehen, wie so eine Juwelkerze aussieht. Ich habe jetzt hier die Richtung warmer Bratapfel gebrannt. Und oh, ich kann euch sagen, die riecht einfach richtig, richtig geil. Und hier auf meiner Fensterbank habe ich einfach erstmal eine Blume. Außerdem ganz viele von diesen Kerzen. Die habe ich alle von Primark. Die mache ich aber irgendwie nie an. Die sind nur so zur Deko da, weil ich von den Farben die ganz passend her finde. Und außerdem dann auch noch so ein Windlicht hier. Das habe ich von Depot. Und ja, dann noch Plastikblumen, auch von Depot. Und dann auch noch so einen kleinen Vogel, jetzt passend für Weihnachten. Ist der nicht süß? Den habe ich auf dem Weihnachtsmarkt mit meinem Freund gekauft. Beziehungsweise er hat mir den gekauft. Ich liebe solche kleinen Sachen total. Sobald irgendwie so ein Tier süß aussieht, dann bin ich schon direkt, ha, das will ich haben. Ich weiß nicht, geht's da euch auch so? Okay,
Aber machen wir weiter mit der Roomtour. Auf jeden Fall habe ich dann hier auch noch so eine Lichterkette drauf. Die habe ich von Amazon. Den Link kann ich euch dazu auch mal in die Infobox reinsetzen. Und dann nochmal ganz kurz hier zum Boden. Ich habe insgesamt 2 von diesen Fellteppichen von Ikea für 10 Euro auf meinem Zimmerboden liegen. Hier in der Ecke steht dann so ein Expeditregal. Das habe ich von der Ikea. Ich glaube, die sind aber aus dem Sortiment gegangen. Auf jeden Fall ist es sehr praktisch, um darin so Ordner auch zu bewahren. Dann über meine Fernsehkommode habe ich dann hier diese Fotopolaroid-Stränge angebracht. Die habe ich ja auch in diesem besagten Do-It-Yourself-Video selbst gemacht. Also mit den Fotos und die Wäscheklammer und so weiter. Ja, wie gesagt, das verlinke ich euch mal unten. Das finde ich echt eine coole Sache. Also seitdem ich das habe, mag ich mein Zimmer noch lieber, weil das irgendwie total das gemütliche Flair macht. Ich habe, wie ihr seht, endlich einen Flachbildschirm. Applaus bitte einmal dafür. Aber den habe ich noch nicht einmal selbst gekauft, sondern den hat mir mein Freund geliehen. Er brauchte den nämlich nicht mehr. Und hier drauf habe ich dann noch so einfach einen Bilderrahmen drauf. Da bin ich, mein Freund und 2 Freundinnen. Dann hier einfach meine IKEA Hemmniskommode. Hier habe ich auch selbst individuelle Knöpfe dran gemacht. Die habe ich von Depot, glaube ich. Ja. Und da habe ich einfach Schlafanzüge drin und Krimskrams. Also diese Schublade ist eine echte Katastrophe, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da will keiner reingucken. Und hier in der untersten Schublade habe ich alle meine Handtaschen drin, also beziehungsweise die Hälfte hängt auch am Bett. Ja, oh Gott, das ist auch nicht gerade die beste Möglichkeit, seine Handtaschen aufzubauen. Und die Kommode bricht schon ein, wie man sieht, also machen wir es lieber wieder zu. Und hier sind wir jetzt bei meinem Schreibtisch beziehungsweise Schminktisch angelangt. Meinen Schreibtisch habe ich übrigens auch von Ikea. Da habe ich mir einfach so 2 Schubladenelemente Alex hingestellt und darauf einfach so eine weiße Tischplatte genommen. Und zwar kommen wir erstmal jetzt zu diesen Regalböden. Die sind, wer hätte es gedacht, auch von Ikea. Ja, hier oben habe ich einfach so ein paar Plastikblumen draufstehen, die farblich ganz gut passen, finde ich. Außerdem dann noch so ein Schild. Das ist eigentlich so mein Lebensmotto, kann man sagen. Und hier unten habe ich dann noch einige meiner Parfüms aufgestellt. Auch wieder in so einem Blumenuntersetzer, den ich angesprüht habe. Und hier befinden sich dann in so servierten Haltern von Ikea auch meine ganzen Schminkpaletten. Die hier. Und daneben sind meine Pinsel aufbewahrt in so Gläsern. Ganz kurz zu meinem Schminktisch. Ich bin momentan sogar auch dabei, den noch zu erneuern. Gut, es wäre jetzt schlauer gewesen, das Video dann zu drehen. Aber ich habe da noch ein paar Sachen bestellt, die noch nicht da sind. Und dann dachte ich mir, drehe ich vielleicht einfach nochmal so eine neue Schminktischorganisation. Also falls ihr da Interesse dran habt, dann gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben. Dann sehe ich das, falls es sehr viele Daumen hoch bekommt. Oder ihr schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Hier habe ich dann noch so einen Ohrringständer. Den habe ich mal bei Urban Outfitters gekauft. Den finde ich sehr, sehr schön. Und dann einfach eine Kerze von H&M. Und nochmal so eine Plastikblume. Außerdem noch so ein Vergrößerungsspiegel, den habe ich auch von Ikea gekauft. Und 1 Million Haarreifen, wie ihr sehen könnt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, haben sich die Haarreifen bei mir so über die Jahre angesammelt. Wobei ich die kaum trage, ehrlich gesagt. Dann geht es hier weiter, dieses Etagere, das habe ich ja selbst gebaut. So ein Schmuck-Etagere ist auch eigentlich sehr, sehr einfach. Und dann hier nochmal so Armreifenständer. Die sind von Weltbild aus dem Online-Shop. Da haben mich sehr, sehr viele nachgefragt in meiner letzten Roomtour. Und hier in der Ecke meines Zimmers ist dann mein Kleiderschrank. Der ist auch von Ikea. Das ist dieser beliebte Pax-Kleiderschrank, den man sich selbst zusammenstellen kann, ganz individuell. Ich habe den jetzt ohne Türen gewählt. Ehrlich gesagt, nur weil mir die Türen zu teuer waren. Aber vielleicht kaufe ich mir doch nochmal Türen, obwohl es so eigentlich auch geht. Aber mal gucken. Und da oben stehen dann einfach so 2 Kisten mit Bettwäsche drin. Und hier stehen wir jetzt vor meinem Spiegel. Ich habe hier so einen Ganzkörperspiegel von Poco. Den finde ich auch ganz hübsch. Der hat auch so silberne Ornamente wieder am Rand. Und den habe ich einfach an der Wand angelehnt, weil ich keinen Bock hatte, den zu befestigen. Und oben drüber habe ich dann noch eine langweilige Uhr. Ich bin leider immer noch nicht fündig geworden in Sachen Uhren. Also falls ihr irgendeine gute Uhr kennt, irgendwo eine schöne Uhr gesehen habt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Das wäre echt super, weil ich habe noch keine gefunden. Und neben dem Spiegel habe ich dann wieder ein Regal von Ikea. Das ist auch sehr, sehr schmal, deswegen passt das perfekt hier hin, weil meine Tür das teilweise verdeckt, wenn sie offen ist. Und hier habe ich einfach so eine Box. Die habe ich vor 2 Jahren oder so mal bei Nanunana gekauft. Und dann einfach hier diese Aufbewahrungskörbe. Die finde ich sehr, sehr schön, jetzt gerade für den Winter, weil die so was Weihnachtliches an sich haben mit dem Silber.
Die habe ich jetzt ganz neu bei H&M in der Home-Abteilung bestellt. Ja, also falls ihr Interesse habt, verlinke ich euch das auch mal. Und hier oben habe ich einfach so Haarprodukte drin. Und hier in der Abteilung habe ich auch wieder Haarprodukte und Körperprodukte gemischt, auch in so einem Säckchen. Und hier unten Deos. Und ja, hier einfach noch so eine Box. Und hier wieder, ja, noch so Krimskrams. Und hier hinter meiner Tür habe ich dann mein Nagellackregal befestigt. Ja, da sind einige Nagellacke. Das sind nicht alle. Ja, ich weiß, sehr unvorbildlich. Aber ja, das habe ich auch aus dem Internet. Und hier unten drunter habe ich dann alle meine Ketten aufgehangen. Das ist eigentlich noch genauso wie in meiner alten Roomtour. Da habe ich von IKEA aus der Badezimmerabteilung einfach solche Haken mir gekauft, so zwei Stück. Und ja, da hängen die Ketten eigentlich sehr, sehr gut dran. Und den Platz kennt ihr wahrscheinlich am allerbesten, weil das ja immer mein Videohintergrund ist. Das ist ja diese Pinnwand, die ich auch selbst gemacht habe. Und da habe ich einfach so eine Lichterkette drum geschlungen. Und ja, dann hier mein Hocker. Ja, auf dem sitze ich immer, wenn ich meine Videos drehe. Und ja, hier neben habe ich dann noch diese Regalböden wieder, die gleichen wie über dem Schreibtisch. Und hier unten eine Gießkanne. Ja, das Wichtigste. Wollt ihr noch eine neue Schmink- bzw. Schmuckaufbewahrung sehen, wenn ich meinen Tisch da fertig habe? Ja, wenn ja, dann zeigt mir das einfach mal mit einem Daumen nach oben zu dem Video hier. Oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare. Dann drehe ich das auch sehr bald jetzt im Dezember oder im Januar dann noch ab. Und natürlich geht es jetzt weiter mit der Verlosung. Und zwar, wie gesagt, könnt ihr drei Juwelkerzen gewinnen. Ganz kurz, falls ihr das Prinzip nicht kennt von Juwelkerze, das ist einfach eine Duftkerze. In ganz, ganz verschiedenen Gerüchen gibt es die. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Schokotraum, aber es gibt auch Cookies and Cream oder, was hatte ich hier vorhin, Lebkuchenmännchen, also ganz, ganz viel. Und in dieser Kerze verbirgt sich ein Schmuckstück. Ja, und wenn die Kerze runterbrennt, dann könnt ihr an das Schmuckstück kommen. Und die Schmuckstücke haben einen Wert von bis zu 250 Euro. Ja, krass, oder? Irgendwie kann ich das immer noch nicht glauben, aber es ist so. Die Kerze, die ich auf meinem Nachttisch hatte, die ist jetzt mittlerweile runtergebrannt. Und da habe ich jetzt Ohrringe drin gehabt. Und zwar solche hier in Silber. Alles, was ihr jetzt dafür tun müsst, ist in der Infobox niedergeschrieben. Wow, was für ein Begriff. Hier oben findet ihr jetzt einmal meinen DM-Haul für den Monat Dezember. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen untergegangen. Also der ist hier oben verlinkt und in der Infobox. Und hier unten findet ihr mein Geschenk-Guide-Video für Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, das Haustier. Nein, okay, das ist da nicht mit inbegriffen, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also wirklich ganz, ganz viele Geschenkideen, falls ihr noch kein Geschenk habt. Also macht's gut. Mua. Tschüss!